Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir aus 8.3 bekommen, und zwar hier aus Uldum. Und das bekommen wir aus einer schicken Quest. Und diese Quest heißt Wie aus dem Ei gepellt. Und für diese bekommen wir als Belohnung das Aquir-Gelege. Was müssen wir hier machen? Wir müssen ein Ei einklicken, dass es ausschlüpft. Und bevor wir da hinkommen, müssen wir ein paar Voraussetzungen erfüllen. Und zwar ist es so, dass wir als allererstes ein Ei looten müssen. Und da bin ich jetzt gerade mit dem zweiten Account dran. Wir haben hier unten auf den Koordinaten 20, 62 bzw. 61 hier unten in Uldum, egal welche Invasion ist, also es kann die von den Amateet sein oder hier von Enzord oder auch hier von diesen Selektiden-Viechern, das ist egal, hier unten ist immer ein Ei und das könnt ihr anklicken und bekommt eine Quest. Diese Quest müsst ihr einfach hier oben im Lager abgeben und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr erstmal die Pre-Quest für dieses Ei fertig. Und jetzt ist es so, dass wir jeden Tag eine Daily bekommen, wo wir immer irgendwas machen müssen. Meistens sind es nur irgendwelche Splitter aufsammeln, 10 Stück hier in den Invasionsgebieten und das geben wir dann immer hier wieder bei dem Typen ab. Und für jedes Mal, wenn wir hier quasi eine Daily abgeben, dann kriegt das Ei mehr Ruf. Und ich habe es jetzt geschafft, das Ei einmal auszubrüten und jetzt bekomme ich quasi, wenn wir hier drauf drücken, es hat jetzt, ich glaube, 10, 11, 12 Tage hat das etwa gedauert, dann waren wir soweit fertig und wir haben jetzt hier die Larve quasi. Und ach, die Larve muss ich benennen? Ach so. Pico, was haben wir hier? Spicy Mac Stickfatz. Ach, was sind das für Namen? Nenn's Pico. Okay. Soll meine Larve Pico heißen? Ja, komm, scheiß drauf. Also meine Larve heißt jetzt Pico. Pico die Larve. Wunderbar. Und wir bekommen jetzt das Toy. Und jetzt kriegen wir quasi wieder mehr Quests und können hier wieder ein bisschen weiter basteln. Wichtig für uns ist zu wissen, wenn wir einmal hier die Larve soweit gebastelt, also das Ei soweit gebastelt haben, dass die Larve rauskommt, kriegen wir die Quest mit dem Toy. Und später gibt es noch weitere Quests. Man müsste einmal noch ein Pet kriegen und wir bekommen auch noch einen Mount. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Die sieht so ähnlich aus wie die bösartige Drohne, wo ich am Anfang drauf geflogen bin. Und zwar müsste das nicht das Mount hier sein. Bösartiger Sch. Ne, das ist es auch nicht. So müsste es auf jeden Fall aussehen. Eins von diesen Dings-Mounts ist es auf jeden Fall. Hier, Schattendrohne. Das ist die von der Quest aus Uldum. Also wenn ihr das hier noch weiter ausbrütet und den Ruf dann bei der Larve noch hochballert, beziehungsweise beim Pet dann noch hochballert, dann kriegt ihr am Ende noch das Mount. Dauert aber etwa einen Monat und ja, es ist auf jeden Fall ratsam, das hier jeden Tag zu machen. Nicht nur fürs Toy, sondern auch dann fürs Mount. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal noch an. Dieses Akir-Gelege. Dafür müssen wir die Toys anzeigen. Akir-Gelege, da haben wir es. Und wenn wir das einsetzen, können wir das auf ein Ziel schmeißen. Geht das auch auf uns selbst? Ja, yep, geht auf uns selbst. Und dann fliegen hier diese Käfer quasi um uns rum für, ja, 12, 13 Sekunden. Und man zittert quasi so. Ist ganz lustig. Kann man anscheinend auch auf andere Spieler schmeißen. Auf jeden Fall ein lustiges Toy. Und ja. Das war es eigentlich mit dem kleinen Videoguide so. Ich kann euch nochmal kurz die Position zeigen, wo ihr hin müsst. Also das ist hier unten auf 2061. Da könnt ihr die Quest abgeben, einfach ins Lager fliegen und dann jeden Tag nicht vergessen, diese Daily zu machen, dass ihr euren Ruf bei Ei bzw. später bei der Larve hochleveln könnt. Gut, das war's soweit. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.